Also hallo liebe Disco-Freunde und heiser Nerds auf dem gesamten Planeten. Wir präsentieren euch die Entscheidung der Deutschen Meisterschaft in Grebenstein 2004. Hier die 5 besten Spieler nach 63 Bahnen. Da haben wir Bobby Nautilus von den Heisernauts aus Berlin. Mit 22 Würfen im Halbfinale hat er sich sagenhaft noch einmal ganz nach vorne gespielt. 42 Würfe unter Paar deuten dafür, dass er diesen Kurs hier auseinandergenommen hat. Nur ein einziger Spieler ist noch mit ihm hier im Kampf um den Titel. Es ist André Bethea aus Bad Nauheim. Der Jungstar mit nur 15 Jahren hat hier vollkommen aufgedreht, seine ganzen Konkurrenten geschockt und denen ist der... die Luft weggeblieben, genauso wie mir, denn sein Putt-Stil hat hier für Furore gesorgt. Dann noch Frank Neitzel aus Berlin, 38 Würfe unter Paar, ist also ein wenig abgeschlagen, hat aber mit auch einem sehr, sehr guten Halbfinale die anderen Konkurrenten distanziert und von ihm werden wir natürlich wieder Philosophie und auch noch einige ganz besondere Kommentare hören. Gregor Mator, bei ihm geht es einfach nur um den Spaß am Spiel. Er ist der Sunnyboy der ganzen Tour. Mit 35 Unterpaar hat er nichts mehr mit dem Sieg zu tun, aber von ihm erwarten wir noch eine schöne Phase hier. Ein immer willkommener Spielpartner im Flight. Und last but not least, Andreas Töne, der Turnierdirektor, Kursdesigner und Chef der deutschen Discgolf-Seite. Mit minus 33 Unterpaar ist er natürlich nicht mehr wirklich vorne dabei, aber wir fragen ihn einmal, was er sich vorstellt, hier noch reißen zu können. Nein, chancenlos. Also bis nach vorne, viel zu weit weg. Ich werde es jetzt auch nur noch genießen. Das ist schon genug, was ich erreicht habe und das passt schon. Ja, dann wollen wir als Kurspro aber noch ein paar Spezialwürfe sehen, auch immer Risiko. Schauen wir mal drauf, ist alles. Ja, okay. Ja. Und das Turnier mit mehreren Show-Einlagen gespickt. Als Highlight dann der Altmeister Hartl im Tandemsprung aus dem Himmel geschossen. Leider hat es für ihn nicht gereicht, direkt ans Tee-Off fürs Finale zu kommen, aber er natürlich immer für die Werbung im Sport gut. Wir beginnen an Bahn 1 bei einem der spannendsten Titelkämpfe, die wir hier je gesehen haben. Bobby Nautilus spielt als Erster und Bahn 1 ist die zusammengelegte Bahn 1 und Bahn 2 aus dem Turnier. Es geht also hier über die Kuppe bergab. Man darf auf keinen Fall nach links abfaden, denn dort ist das OB. Aber rechts, hier sehen wir es, hohe Bäume bilden ein tiefes Rough mit einem ganz gefährlichen Tal an der Seite. Frank Neitzel hat sich wieder durchgesetzt, aber er hat auch dafür viel trainiert. Sehr viel, ich habe ihn beobachtet. Verhaut unglaublich schlecht für ihn, dieser Auftakt. Da zeigt sich wieder, dass er, wenn er die Nerven nicht hat, miserabel spielt. Greg Mata als Linkshänder, ich habe ihn befragt, eigentlich hätte das für ihn ganz leichtes Spiel sein müssen, diese Bahn. Hat er sich vorher als relativ leicht vorgestellt, das hat aber nicht gut geklappt. Und Andreas Töne, er zeigt hier den schönsten Abwurf. Die Scheibe fliegt ein schönes S, das Tal hinunter und er liegt am besten. Wir sehen, Frank Neitzel hat noch etwas Glück gehabt. Er ist am Rande hier gelandet, hat also noch freien Abwurf, muss mit einem Enheiser nach unten kommen. Aber die Scheibe kippt zu früh wieder zurück und fliegt ins OB. André, die Scheibe kippt doch noch. Ganz gut gemacht, aber doch etwas zu weit. Da hat er noch einen weiten Putt. Wir sehen den Korb ganz an der rechten Seite versteckt. Greg muss auch aus dem tiefen Rough hinaus spielen, aber das meistert er ganz gut, obwohl ihn der Busch da noch etwas stören wird beim Putten. Bobby muss jetzt hier bei jedem Wurf seine Nervenstärke beweisen. Und auch er ist etwas zu weit, genau wie André, da sehen wir es, aber das ist ein Putt möglich. Hier geht es wirklich um jeden Wurf. Die beiden liefern sich hier ein ganz, ganz spannendes Duell. Und Frank, ach, das wird an seinen Nerven nagen. Da wird er irgendwann noch im Verlaufe des Spiels nach einem Ventil suchen. Möglicherweise, wenn irgendjemand eine Regel überschreitet, denn das passt ihm gar nicht, so ein schlechter Start. Auch dieser Wurf war wieder nicht besonders gut. Das heißt, eine miserable erste Bahn. Andreas Töne, auch er... kommt nicht ideal ran, aber das wird wohl für den Birdie reichen. Greg hat Pech und aber auch Glück, dass dort oben ein Schildchen drauf ist, dass die Scheibe bremst, sonst wäre der gut und gerne 8 Meter zu weit gegangen. Für André ist das eine Entfernung, die er unglaublich oft mit seinen knallharten Putts meistert. Hier ist er etwas zu tief geraten, deswegen kein Birdie für ihn.
Bobby Nautilus jetzt mit der Chance wegzuziehen. Er hat viel, 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 viel Zeit gebraucht, um überhaupt wieder ranzukommen und jetzt könnte er ihn überholen. Aber auch er verpasst knapp und da ist die Scheibe sogar etwas knifflig gelandet. Aber wir sehen ein Birdie hier auf der Bahn. Der Kursdesigner selbst persönlich schafft es, hier eine 3 zu spielen. Frank, wir mussten hier etwas wegschneiden. Er hat minutenlang überlegt, von welcher Seite er denn jetzt hier diesen Baum überwindet. Das soll seine endgültige Position sein. Aber ob er jetzt noch genügend Konzentration übrig hat. Nein, er hat Pech. Naja, er ärgert sich, aber noch kocht er nicht. Bobby steht jetzt hier auch in der Pflicht für die Heisernauts, endlich mal einen großen Turniersieg reinzuholen, denn das Hesselbacher Hofturnier, da war er noch nicht unter Vertrag bei uns. Und seitdem scheint es ja einen Fluch zu geben, von Klaus Kattwinkel persönlich ausgesprochen. Das will er jetzt hier endlich ändern. Wieder Bob als Erster, aber die Scheibe ist viel zu überbissen gewesen. André kann jetzt natürlich sicher vorlegen. Hauptsache hoch erstmal. Von dort aus geht es rechts. Ganz schwierig. Eine Art Tunnelsystem entlang. Greg als Linkshänder hier auch. Mit der schönen S-Kurve. Die Scheibe kommt mit genau der richtigen Höhe, aber bleibt leider hängen im Baum. Das hätten sonst gut und gerne 20 Meter näher dem Ziel sein können. Frank, wir sehen es am Bild, ganz mies gelaunt. Den dürfte man jetzt nicht ansprechen. Dann würde er ihm seine Viper direkt ins Kreuz werfen. Nein, das würde er nicht machen. Wir sehen gleich den zweiten Wurf von Andy. Der ist ebenso wenig zu rühmen wie der erste. Bobby bereits mit dem dritten. Aber der gelingt ihm ganz gut, denn dort links sehen Sie dieses schmale Röhrensystem, eine Art Wald-Halfpipe führt zum Korb. Dieser Korb hier an der rechten Seite ist es nicht, denn es geht dort links hoch. Und das war ein fantastischer Wurf. Der Applaus ist absolut verdient. Damit hat er die Möglichkeit, jetzt Bobby einen Wurf abzuknipsen. Frank, er lag doch nicht so schlecht. Aber jetzt hat er Pech, trifft natürlich den Baum genau in der Mitte. Und da gibt es Hohn und Schadenfreude von den Spielern, denen das regelmäßig passiert. Greg hat sich noch einmal Zeit gelassen. Man muss hier wirklich ganz genau überlegen, wie man das Green anspielt, denn es ist winzig klein und durch verschiedene Elevation-Stufen muss es hindurchgehen. Das ist eine ganz außergewöhnliche Route, aber sie klappt. Der Heiser von außen rein. Da hätte er gut und gerne an 40 verschiedenen kleinen Bäumen hängen bleiben können. Und Andl, der Lokalmatador, hat es super sauber gemacht. Also, Bobby hier wird es natürlich schwer, direkt einzulochen. Gut und gerne möglich, dass er jetzt bereits einen Wurf verloren hat und das hat auch nicht geklappt. Frank ist jetzt ungefähr 6 Meter überhalb des Korbs. Er hatte stark zu kämpfen mit den Moskitos. Überhaupt sehr sumpfig, das ganze Gebiet hier. André mit der Möglichkeit zum Birdie. Er kann also 2 Würfe gleich auf Bobby gut machen. Ah, ganz knapp zu tief, aber trotzdem auf jeden Fall einen Wurf Bobby abgenommen. Greg auch mit der Chance zum Birdie. Da ist ja kein großes Risiko eingegangen. Das war ein Chicken-Wurf an die Töne mit dem weiten Putt fürs Paar. Schön gemacht von ihm. Wir haben eine Bahn übersprungen, sind gleich an Bahn 4 angelangt. Bobby durch den Bogey einen Wurf zurückgefallen. Andreas Töne beginnt. Hier eine lange Bahn, 155 Meter. Man muss also einen ganz, ganz kraftvollen Drive raushauen und eigentlich ist hier schon ein S vonnöten, aber das
Ruff auf der rechten Seite flößt schon wirklich großen Respekt ein. Ganz am Ende der Bahn eine OB-Zone. André, wie immer, schön flach geworfen mit seinem KC Eagle. Wirft er zu 90% beim ersten Drive. Aber auch er muss hier noch einen 40-Meter-Approach machen. Greg am Anlauf. Oh, das sieht nach 360 Grad aus. Aber verrissen. Und ist mit Humor. Bobby ist also jetzt wieder einen Wurf zurückgefallen. Hier ist der Drive etwas zu hoch, das heißt, die Scheibe kippt zu schnell nach links. Und auch ihm fehlen da noch 40, 50 Meter. Greg beim zweiten. Kraftvoll. Aber auch zu weit ins OB. Frank jetzt mit Birdie an der vorigen Bahn, die wir nicht gesehen haben. Jetzt ist natürlich eine sichere Annäherung von Bobby gefragt. Am besten wäre natürlich, er geht gleich rein. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Wurf für ihn. Versucht es mit dem Heiser. Die geht zu weit, die geht zu weit. Oh, und sie schlittert sogar ins OB. Das ist ganz, ganz schlecht. Strafwurf für Bobby. Das heißt, André muss hier nur sicher annähern. Das macht er auch, hat sofort erkannt, was für ein Riesenfehler das war. Und genau wie Greg hier aus der OB-Zone, muss auch Bobby jetzt von dort putten, um wenigstens den Bogey zu retten. Das schafft er, aber dennoch ein ganz, ganz wichtiger Wurf verloren und jetzt bereits zwei Würfe Rückstand auf André. Das heißt, möglicherweise war das schon spielentscheidend. An die Töne jetzt hier für Paar. Pech gehabt, zu weit links. Neitzel, sicher gespielt, ganz, ganz tief mit dem Rücken. Und er, der aufrechte Putter, André, lässt sich natürlich hier diese Chance nicht nehmen. Führt also jetzt mit zwei Würfen vor Bobby und Bobby 4 vor Frank. Bahn 5 und Bahn 6 haben unsere Kameraleute leider total verschlafen. Dafür ist ihnen diese Situation vor die Linse gekommen, die noch für viel, viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ich stehe, dass die Zuschauer das nicht sehen. Frank Neitzel, der sich am Rauchen von Bobby, obwohl versteckt von den Zuschauern hier, ganz empfindlich gestört gefühlt hat, hat natürlich das Feuer in der Dauerfeder zwischen den beiden erneut geschürt. Sein Wurf allerdings hier etwas hängen geblieben und zu kurz. André hier auch etwas zu flach, da fehlen ihm auch noch gut und gerne 15 Meter. Aber das sind ja Distanzen, die er schon häufig überwältigt hat. Und Andy Töne, der bereits mit Greg gleichgezogen ist, hier zeigt, wie man es macht. Der Birdie ist ihm nicht mehr zu nehmen. Und jetzt Bobby, natürlich unter Nikotinentzug, im Dauerstress. Einerseits zwei Würfe vom Turniersieg entfernt und dann noch der Streit zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Wenig Fingerspitzengefühl von Frank Neitzel, meiner Meinung nach. Aber jetzt entscheidet sich es hier. André, ja, in den Ketten, aber sie fällt raus. Das heißt, kein Birdie für ihn. Und Greg hier für Paar, denn er hat einen Wurf geliefert, ganz am Abwurf, den er nicht mehr wiedersehen möchte. Ist gleich nach 5 Metern hängen geblieben. Und Bobby muss sich jetzt konzentrieren. Hier, er hat die Möglichkeit, wieder aufzuholen. Yeah. Schön, und die Scheibe ist drinnen. Bleibt auch drin, das tut ihm gut, also den Abstand verkürzt und das heißt, der Turniersieg und die deutsche Meisterschaft ist noch in Reichweite. Sehr stark. Vorletzte Bahn, Bobby mit dem Birdie hat jetzt vielleicht wieder Mut geschöpft, er kann also noch aufholen. Ah, oh, die Scheibe biegt nach rechts ab, da darf sie überhaupt nicht hingehen, gefährliches Rough hier, ganz, ganz schlechter erster Wurf und André. Hier gibt es zwei Möglichkeiten anzunähern, aber es ist schon eigentlich die Enheiser-Kurve gefragt. André, wie fast immer, einfach flach und gerade. Da kann er nie wirklich was falsch machen.
Und Andi Töne, bereits 2 Würfe auf Greg gut gemacht, jetzt an 4. Position, zeigt hier mit dem hohen Enheiser, wie es auch möglich ist, hier ganz nah in eine Birdie-Situation zu kommen. Da lässt er sich feiern, zu Recht. Das war ein sehr schöner Wurf, kann er fast gar nicht glauben. Und Frank Nazl auch mit schlechtem ersten Wurf. Muss jetzt hier einen guten Approach liefern, um noch das Paar zu retten. Schafft er. Und hier die Birdie-Möglichkeit. Ach, schade, Pech für ihn. Viel Risiko gegangen. Hier sieht man, da ist nur eine ganz kleine Lücke. Da muss man knallhart und schnurgerade durch. Ah, macht er nicht. Er geht auf Sicherheit, denn er weiß, Bobby hat sich den Birdie, den Bogey hier eingefangen. Und das heißt, er hat den alten Abstand wiederhergestellt. 2 Würfe Vorsprung für ihn. Und damit wird es natürlich ganz, ganz schwer auf der letzten Bahn. Allerdings ist die letzte Bahn der Genickbrecher gewesen im ganzen Turnier. Im regulären Verlauf war es die Nummer 18 und dort gibt es 2 OB-Zonen. Auf der rechten und auf der linken Seite eigentlich kein Hindernis im Weg. Aber hier hat Hartl zum Beispiel seinen Kopf komplett verloren. Und man sieht es, wenn die Scheibe zu weit links abdriftet, hier das hohe Gebüsch, das Feld ist auch OB, da kann er nicht mit zufrieden sein. Und André, also nervenstark der junge Mann, hier das einzig Richtige, flach und so weit wie möglich nach vorne, damit ist es fast unmöglich, ihm jetzt hier noch den Sieg zu nehmen. Bobby nutzt die Chance, die er nicht mehr hat. Ein schön weiter Drive, aber er weiß, das kann er abschreiben, denn der zweite hier müsste schon reingehen. Ist auch kein leichter Approach. Wenn man nicht weit genug ist, ist das nochmal ein zweiter Drive und diese kleine Baumschule zu überspielen, ist auch nicht leicht. Allerdings die Pros hier mit guten Annäherungen. Schön von Greg. Und André. Man muss schon sagen, wirklich der stärkste Spieler des Turniers letztendlich. Hier nochmal fast mit dem Eagle. Bobby abschließend nochmal den Birdie. Greg auch mit dem Birdie. Und Frank Nazl ebenfalls mit der Chance zum Birdie. Aber hier sieht man jetzt mal, wie viele Probleme es auch mit den Körben gab. Drittklassige Ketten. Sehr oft die Scheibe wieder ausgespuckt oder ganz durchgerutscht. Natürlich Pech, da kann man einfach nichts machen, da musste man schon mit rechnen. Und hier der Turnierdirektor hält den jungen Mann davon ab. Hier drängelt er sich vor, ebenfalls er mit der 3. Und jetzt der letzte Wurf für den Champion, den deutschen Meister mit 15 Jahren. Sagenhaft hat er aufgespielt, ist aus dem Nichts aufgetaucht, wie der Phönix aus der Asche, hat die Älteren und ganz erfahrenen Golfer komplett geschockt. Viele haben eigentlich schon wieder aufgegeben und jemals einen Turniersieg für sich in Anspruch zu nehmen abgeschrieben, denn die große Zeit des André Béthier wird wahrscheinlich erst noch beginnen. Hoffen wir für ihn, dass er auch auf internationaler Ebene weit oben mitmischen kann. Das Talent hat er dafür. Trainieren tut er auch hart. Mal sehen, ob er den Titel nächstes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft in Weilheim verteidigen kann, denn der Kurs schien ihm in diesem Herbst nicht so sonderlich zu liegen. Dort hatte er Probleme mit seiner großen Stärke, den Putts.